Herr Elflein, wie fühlt man sich denn, wenn man so angegriffen wird? Eigentlich sehr blöd, ganz besonders, weil eigentlich der Park in Schweinfurt für die Allgemeinheit ist und dann solche Beschädigungen oder solche Helfer, wie jetzt ich einer bin, so blöd hinzustellen, finde ich eigentlich nicht gut. Ja. Können Sie das verstehen, dass da so ein Kreuz ist da auf Ihrem Schild drauf ist, auf Ihre Tafel? Nein, kann ich gar nicht verstehen. Ganz besonders, weil ich mich auch die ganze Zeit auch mit meiner Wirtschaft in Stammheim rausgehalten habe, habe nichts geschrieben, dass ich bunt oder sonst irgendwas bin. Darum verstehe ich das gar nicht. Also Sie vermuten, dass es damit zu tun hat, dass viele Leute Sie verwechseln, dass Sie denken, Ihre Gaststätte in Stammheim hat was mit dem rechten Lager zu tun? Ja, vermute ich, weil halt immer ehemalige Gastwirtschaft drin steht und die meisten denken halt bloß Gastwirtschaft und mich wahrscheinlich damit in Verbindung setzen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie es weitergeht? Ja, dass ich halt meine Arbeit machen kann und dass eben die Bevölkerung auch weiß, dass ich mit meiner Gastwirtschaft nicht die Rechten oder was auch immer bin. Also ich halte mich da eigentlich komplett raus und hoffe, dass ich dann auch da oben weiterarbeiten kann und nicht dann morgen wieder meine Maschine und alles zusammengeschnitten wird. Haben Sie denn schon mehr Probleme gehabt in dieser Richtung? Nein, bis jetzt noch gar nicht. Das war das erste Mal jetzt da oben in Schweinfurt. Aber Sie finden es schon schlimm? Ich finde es sehr schlimm. Ganz besonders, weil es eben für die Bevölkerung ist und eigentlich sowas nicht gedulden werden darf. Ja, das Hakenkreuz finde ich natürlich sehr schlimm, ganz besonders, weil die Steine einen Haufen Geld kosten und dann muss da so ein Hakenkreuz reingemacht werden oder genauso wie auf meinen Autoanhänger, finde ich total schlimm. Nein, ich habe mir klar schon Gedanken gemacht, aber woher das kommt, ob es jetzt wirklich auf meinem Malen verputzer oder mit der Wirtschaft zu tun hat oder mit Stammheim, ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen Reim daraus machen, woher es kommen soll. Eigentlich gar Sie nicht. Sie haben natürlich jetzt vorne ein großes Schild aufgehängt und da steht drauf, wir sind alle bunt. Soll das schon ein Zeichen sein jetzt, oder? Ja klar, soll es ein Zeichen sein, dass halt auch die Leute merken, ich bin bunt, ich halte mich aus alles raus oder ich mache alles mit. Also deswegen, wir sind bunt, also dass ich jetzt kein Brauner, kein Linke oder sonst irgendwas bin. Also wir sind bunt und dazu stehen wir auch.